Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von IFOG Gamester. Leute, Sonic.exe will mit mir verstecken. Ich will aber nicht, ich lasse es nicht zu. Leute, okay, ich soll mich jetzt irgendwo verstecken. Und Sonic.exe wird mich suchen. Leute, ihr habt richtig gehört. Nicht der liebe Sonic, sondern Sonic.exe. Nein, Mann. Leute, ihr seht, ich habe mir schon diese Waffe hier besorgt. Falls ihr mich finden müsst, dann werde ich sie abknallen müssen. Oder falls ich halt kein Versteck finde, irgend sowas. Ich werde halt wirklich, wie es im Titel steht und auch im Thumbnail zu sehen ist, werde ich wirklich gegen Sonic.exe in den Krieg ziehen müssen. Leute, ich würde sagen, dazu verstecke ich mich jetzt erstmal unter der Decke. Ich nehme die andere Decke, Leute. Hier verstecke ich mich jetzt erstmal unter der Decke und dann, wenn Sonic kommt, Leute, dann werde ich volle Kraft zuschlagen. Ich schlage dann wirklich volle Pulle zu, Leute. Angriffsstationen sind bereit, Leute. Sonic.exe wird doch hoffentlich gleich hier ins Zimmer kommen. Und dann, ja dann, Leute, dann werde ich ihn endlich besiegen. Dann werde ich ihn abschießen müssen. Oh mein Gott, Leute, ich habe noch nie so sehr gehofft, wie jetzt, dass Sonic.exe kommt. Weil wer will denn schon Sonic.exe bei sich haben? Eigentlich niemand. Weil wenn dann nur den lieben Sonic von Sonic the Hedgehog 2. Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt Sonic.exe... Also das ist ein alter Ego, was weiß ich, Leute, okay. Seid ihr bereit, okay? Ich müsste so ein Sonic.exe. Er müsste wirklich gleich kommen, Leute, oder? Oh Gott, ja. Ich höre was. Das ist ein Zeichen. Sonic.exe kommt bald. Ja, Mann, Leute. Sonic.exe. Er wird einfach gleich kommen. Und dann werde ich ihn. Wenn ich Leute, okay, jetzt könnt ihr mich sehen hier, jetzt bin ich. Ach so, nein, noch nicht ganz. Ich muss meine Waffe in die Hand nehmen. Ich darf ihn nicht einfach so rumliegen lassen, okay? Sonic.exe kommt, ja, okay. Oh mein Gott, Leute, der kommt. Ja, Mann, der kommt. Sonic.exe, damit hast du nicht gerechnet. Jetzt werde ich dich besiegen, Leute. Sonic.exe. Ja, Mann, ich werde dich vernichten. Alles klar. 3, 2, 1 und los. Leute, schießen. Schießen. Ah, Mann, nein. Er kommt, Leute. Nein, scheiße. Sonic.exe. Leute, fuck, nein, Leute. Er ist weg. Scheiße, Mann. Sonic.exe ist weg. Nein, Leute, was machen wir jetzt? Er ist entwischt, aber er ist einfach wegteleportiert. Ist einfach eigentlich verschwunden, aber wohin ist er verschwunden? Mann, Leute, ist er vielleicht irgendwo jetzt noch in diesem Haus oder ist er ganz weg aus diesem Haus? Ey, Leute, ich habe keine Ahnung. Oder? Mir ist es ganz schwindelig. Oh, scheiße. Alter, okay, Leute, ich bin jetzt am Flugplatz. Und jetzt Sonic und Exe treffen jetzt zu, Leute. Muss irgendwas sein. Guck mal, Leute, hier sind überall Spuren. Leute, das sind jetzt alles voller Schaum und Klopapier. Leute, das ist bestimmt noch von letztes. Letztes war doch Hexennacht, letzte Nacht halt. Das ist die Schaum. Das ist doch bestimmt noch von Hexennacht oder so. Das ist doch 30. April immer. Das ist so 1. Mai. Leute, guck mal, wie krass. Alter, das waren wohl alles hier, diese anderen Leute, war das Sonic.exe? Kann das sein, das ist Sonic.exe hier. Ja. Alles in der Lassen, Leute, guckt euch das mal an. Boah, hier, okay, Leute, seht ihr es? Leute, ich sehe jetzt hier nur das hier, aber wen ich immer noch nicht sehe, ist Sonic.exe da. Vielleicht ist er da oben auf der Rutsche. Ja, Leute, ich sollte echt mal da auf die Rutsche mir da einen besseren Ausblick verschaffen. Vielleicht sehe ich ihn da ja. Warte, okay. Ist ein bisschen schwer mit zwei belegten Händen. Ich habe jetzt hier einmal hier die Kamera in der Hand und halt den Auflassen. Okay, Leute, da drauf ist er nicht, aber okay, jetzt habe ich ja wenigstens eine bessere Aussicht, Leute. Guck mal, was eine Aussicht war hier. Richtig krass und hier Klopapier. Richtig komisches Sandzeichen, Alter. Das kann doch alles nur... Sorry, Leute, guck mal. Hier, dieses Sand, sieht ihr diesen Sand? Das sieht aus... wie so ein S, so ein durchgestrichenes S. Warte, was meint ihr etwa an ein S für Sonic? Sonic fängt mit X, mit S an. Also, das könnte ein S für Sonic Exe sein. Oder für den netten Sonic. Und das würde auch erklären, warum das dann durchgestrichen wäre. Oh nein! Oh fuck, Mann! Ja, Leute, ich muss jetzt runterrutschen. Vielleicht ist Sonic Exe ja auch auf dem Bolzplatz. Was sollen die Leute... Und die Ex kann auch am Bolzplatz sein, vielleicht werdet ihr irgendwie Fußball spielen oder Leute, keine Ahnung was. Oder Leute, das ist man hier überall. Diese Sachen, das kann doch irgendwie nur ein Hinweis sein.
von Sonic, dieser Schaum hier. Oder was, wenn das gar nicht andere Leute machen, sondern wenn das hier alles Sonic war. Ist hier offen, Bolzplatz? Naja, okay, Tür. Tür ist offen. Okay, Leute, hier. Gehen wir jetzt hier mal rein. Oh, Leute, wir haben eine freie Bahn. Hier ist niemand. Außer ein paar Bälle. Oder, Leute, wollen wir vielleicht mal die Bälle befragen, ob die hier Sonic.exe gesehen haben? Oder so. Wir fragen mal den Ball, der hat. Hey, Ball, Entschuldigung. Haben Sie Sonic.exe gesehen? Nein, haben Sie nicht, aber. Sie sind Doppler, warte, hat Sonic Ihnen was angetan? Das haben Sie seit letzte Nacht. Hat Sonic Ihnen an Hexen nach was angetan, oder wie? Sie vermuten, dass es Sonic war, aber Sie haben ihn nicht gesehen. Dann hat er das wohl gemacht, als Sie geschlafen haben, oder? Ey, armer Ball. Und der Kleine ist auch glaube. Fragen wir mal den Kleinen. Das ist bestimmt der Sohn von dem da. Ey, Sohn, haben Sie oder hast du Sonic von Exe gesehen? Ich darf das doch duzen, oder? Hast du Sonic von Exe gesehen? Du hast ihn gesehen. Da vorne, also da vorne ist ein Haus. Also du meinst, da vorne wohnt er. Okay, wir haben eine neue heiße Spur. Da vorne soll das Haus von Sonic Exe sein. Also da vorne soll Sonic Exe anscheinend wohnen. Okay, Leute, dann gehen wir vielleicht mal hier vom Bolzplatz raus. Und gehen stattdessen vielleicht mal hier hin. Ich finde ihn ja wirklich. Nee, wirklich Sonic von Exe, mein Gott, endlich. Eine heiße Spur, Mann. Gucken wir mal, ob es da drüben genauso schlimm aussieht. Hier, das sind alles hier Hinweise, hier weitere Hinweise von Sonic X. Als wenn der wollten, würde er dann finden. Als dass wir ihn hier finden, ja auch eine Flasche. Vielleicht will der auch gegen uns antreten und wollte das gar nicht in unserem Haus machen. Weil das da vielleicht ihm zu viel ist. Hey, Mann. Keine Ahnung, Leute. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Kein blassen Schimmer habe ich. So. Gehen wir mal hier lang. Da hat er gesagt, da wo 29.11.2021 raussieht, soll Sonic wohnen. Okay, wir machen jetzt FBI Open Up, oder? Warte. Ey, Sonic. Sonic, komm raus, ich weiß, dass du da wohnst. Hier, Flüterweg 20, Nummer 20. Oh, wir haben die Adresse von Sonic.exe gelegt. Das sollte am besten geheim bleiben, ansonsten sind wir so. Ey, Sonic. Sonic, ich bin da, ich weiß, dass du da wohnst. Komm raus. Sonic. Ey, warte. Sonic, ey, oder. Der kommt ja nicht raus, das können wir machen, damit er rauskommt. Warte, wir sollen dreimal Sonic Exe rufen, also Sonic Exe dreimal rufen, ja cool. Das mache ich denn jetzt mal, also Sonic Exe. Okay, eins, Sonic Exe. Sonic Exe! Okay, wir haben jetzt dreimal Sonic Exe gerufen. Jetzt müsste doch Sonic Exe kommen und sich sagen, oh mein Gott, das ist ja Sonic Exe, keine Bewegung. Ey, Sonic Exe, du sollst dich nicht wieder wegteleportieren. Du sollst dich zeigen, ja, wie wir es gesagt haben, Sonic Exe. Zeig dich, ja, zeig dich schön hier, Sonic Exe. Jetzt habe ich genug Platz, um dich abzuknallen. Ja, ich werde dich genau so auf den Boden knallen, wie diese Flasche, die dich auf den Boden geknallt hat. Sonic, hast du mich verstanden, Sonic X? Ja, okay, Sonic X, also ich werde okay, dich jetzt sagen, Sonic X, wir machen jetzt hier einen Kampf oder wir machen hier einen Battle. Ja, okay, also du kämpfst mit deinen Händen, damit du eh schon schnell genug bist. Und ich mit meinem Nerfblaster. Okay, wir machen auf drei. Drei. Alle Platz, mein Gott. Leute, sehen nicht mehr. Leute, seht ihr noch Sonic X? Nein. Hier ist er nicht mehr. Über mein Kopf ist er auch nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ja, Alter, oh, hier sind Scherben. Also, Leute, guck mal. Hier hat auch noch Sonic X diese Platte zerbrochen. Alter, was hat er alles gemacht an Hexen? Nachts, alles dieses Schaum, dieses Klopapier und jetzt noch diese Flasche, Alter. Sonic.exe, also das treibt sie wirklich so weit über den Gipfel. Also, ich glaube, wir haben Sonic.exe besiegt, oder? Haben wir wirklich Sonic.exe besiegt? Alter, Mann, wir gehen mal weg. Ich glaube, der ist besiegt. Wir haben das Battle gewonnen, Alter. Warte, hier. Oh. Da habe ich in die Kamera gespuckt, aus Versehen. Nur ein bisschen. Ey, warte, muss ich gleich noch entfernen, Mann. Ja, aus Hygiene, Alter, Mann. Nicht, dass hier mein Handy noch kaputt geht, ey. Würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück nach Hause ins Hauptquartier. Wir haben gegen Sonic.exe gesiegt. Und das erzählen wir jetzt erstmal dem lieben Sonic. Also das ist gut. Das werden wir dem lieben Sonic erzählen. Das werden wir dem lieben Sonic jetzt mal in WhatsApp schreiben. Wir schreiben ihm das. Rufen ihn auch an oder rufen ihn per FaceTime an. Leute, ich habe einfach keine Ahnung. Leute, ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Und dann esse ich auch erstmal zum Mittag auf diesen Sieg. Sonic.exe ist besiegt. Der ist am Boden. Ja, geil, Mann. Alter, Leute, besser kann es doch gar nicht laufen, Mann.